Nein! Ey, Digga, zum zweiten Mal schienest du so! Könnte es wieder legendär werden? Sollte der GTA-Modus an sein? Ich hoffe natürlich nicht. Wir zocken nämlich mit dem absoluten gigantischen Trollauto, was einfach die heftigsten Raketen aus dem Jahre 4623 in die Vergangenheit geschickt hat und an den Scram-Kur rangehauen hat. Hallöchen, Dicko. Scram-Kur. Hasta la bona. Möf, Muchachos. Einen wunderguten. Schön, dass ihr am Start seid. Meine Freunde und guten Appetit, guten Rutsch, guten Dienst, gute Nacht, guten Hallo. Auf geht's. Okay, was meinst du, wie, oh, hier ist ein Auflader nochmal. Aha. Oh, da ist nochmal ein Auflader. Hallo? Oh, fuck. Warum ist hier so ein Speedlachs noch drunter? Okay, den ersten Try, er war nicht. Ich war nur da, die ganze Zeit daran interessiert, dich irgendwie zu ficken. Und es hat nicht funktioniert. Mitbekommen. Oh. Oh, was? Kann ich noch rennen? Warte mal, kann ich dich immer noch nudeln? Warte. Schieß doch! Ach, du bist noch nicht mal abgesprungen. Schieß doch! Digga, diese Raketen! Ich hab sie angepriesen! Ich bin jetzt auf dem Speed gelandet. Ist immerhin schon mal recht nah dran. Digga! Auf X ist speeden! Ja, drauf. Drehen, wenden. Oh! Oh! Hi! Was denn? Nein! Digga, ich bin gerade auf der Tube genau am Punkt gelandet, ey. Ich hab's perfekt Hä, bist du gar nicht gestorben? Hä, ich hab den Punkt. Wie hab ich den Punkt eingesammelt? Wie? Hä, du Cheater! Digga, einfach. Ich bin einfach in die Zeit gereist und hab dich genudelt, Digga. Hab dich einfach genudelt. Ich lass mal, ja? Du mieser Ficker, ey. Ey, du kannst nicht mal flüchten! Es geht nicht! Die sind so krank, diese Raketen! Kennst du diesen komischen Eurofighter? Ich hab nur versucht, ganz schnell zu respawnen, aber das ging nicht. Kennst du diesen Eurofighter, der irgendwie, keine Ahnung, 4 Milliarden Euro kostet, den die EU jetzt irgendwie bestellt hat? Wo einer... Ja, keine Ahnung, wie das Ding heißt, aber heißt auf jeden Fall so ähnlich. Und die haben ja auch so kranke... So richtig kranke Raketen, da kostet irgendwie eine Rakete auch 1 Million. Oh, Digga, so eine Rakete kostet einfach mal Milliarden, Bruder! Und das kannst du... Das kannst du was von knicken. Ey! Du weißt doch nicht, ob du die Scheiße eingesammelt hast! Ey! Richtiger Bellex, Alter! Ey, Boxershorts. Boxershorts, deine Mama! Das war legit eingesammelt. Boxershorts. Legit eingesammelt. Mit den Skills des Fahrzeugs legit eingesammelt. Okay. Gut, lassen wir mal so stehen. Monsieur. Damit habe ich einfach mal 200 Joker, wenn ich wieder voll gelabert werde. Wenn es sowas ist, dann von mir aus. Warte mal, ich muss mal kurz was checken. Oh, fuck. Hey, yo! Annäherungsmine übrigens. Nein! Ich hab beim Hochfall der Spirale verkackt. Da muss ich die wegräumen. Überdreht. Oh, ey, das war doch mega easy! Ich hab mich überdreht! Kann ich die irgendwie zerstören? Ja, richtiger Lex. Er ist ja schön mit den Annäherungsminen arbeitet, ne? Wir haben Raketen und so richtig harte, zielgesuchte Arschloch-Finder-Raketen, ne? Digga, ich gebe dir sogar Bescheid, dass ich da was hingeballert habe. Oh ja, er toll! Sich immer also, noch, ey. Also, da ist eine Annäherungsmine, ja? Ich habe keinen Plan, was du dagegen machen willst, aber. Oh. Nice! Nice! Muss es einfach machen. Oh, Alter. Dankeschön. So, kommt jetzt endlich! Wie bist du denn schon wieder gestorben? Digga. Ich werde jetzt aber noch absichtlich 5-mal verkacken. Okay, dann cruise ich schon mal weiter. Ich glaube, jetzt wird es nämlich so langsam interessant. Es kommt nämlich etwas, was ich nicht ganz so beherrsche. Gerade ausfliegen. Nice. Nice. Oh nein, ey, es geht schon wieder los. Es geht schon wieder! Nein! Wo bist du? Ja, verkackt!
Wie kannst du da verkacken, Bruder? Beim Aufhall auf die Spirale, du Lachsmuster! Ah, das gefällt mir. Ja, aber was ist ein Lachsmuster? Ist das ja, so... Fleischfarben, weißt du? So dieses Lachsmuster. Wenn, Lachsfleischmuster. Das ist Farbe, nicht Muster. Nein, das ist doch auch so weiß, weiß-rosa. Okay. Oder so miniert. Oder so ein Schuppen, Schuppenkleid. Oder... Ja, sieht nicht jeder Fisch gleich aus? Oder ist ein Lachsmuster sowas wie du... Nein, nein, Nico, ich hab's gerade! Nein! Ey, Es, ein Lachsmuster könnte natürlich rein theoretisch auch, ne, weil Lachsen ist ja eigentlich hobeln, schmögeln. Weißt du, was ich meine? Das heißt, ja, Lachsmuster ist so ein etwas, wozu du besonders gut schmögeln kannst. Ey, wenn ich einen guten Try habe, ballerst du mich weg. Wenn ich einen scheiß Try habe, bist du ein Lappen. Ja. Aber ey, wenn es danach geht, willst du mich komplett wegholzen? Kannst du ja auch. Hallo! Ey! Oh ja, zum Glück! Nein! Ich hab's in der letzten Sekunde noch versucht, ey. Wie ich die ganze Zeit nur gehört habe. Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Digga, ich werde dich jetzt nur mal sowas von weglachsen. Siehst du, das kann ja auch wegsprengen heißen. Einmal muss ich die noch wegholzen. Oh, ich lass es mal. Der ballert mich wieder weg, ne? Unglaublich, ey. Lol, lol. Digga, das ist nicht weg. Ey, Digga, ich hab das Teil, ich wollte schon respawnen. Oh, geil, ich hab den Auflader ganz knapp wieder eingesammelt und dachte, okay, scheiße. Oh. Ich kann vielleicht wieder meine Karre einsteigen, aber nein. Digga, ich hab einfach nur so ein Staubkorn sehe, dass er runterfällt, wo plötzlich ein Fallschirm draus wird, ey. Siehst du, geht doch. Hast du ihn? Digga. Ja! Hey, ich hab da auch geschossen! Was ist das für eine Rakete? Aus welcher Galaxie kommt die? Du schießt an mir vorbei! Eine Sekunde später ballert sie einfach rein. Unlogisch, Digga! Alter, wie ich geflogen bin. Fladen. Ja, wegfladen. Siehst du, ist auch das gleiche. Wegfladen. Nee, aber fladen. Weißt du? Weil gefladen. Fliegen und fahren. Weggefladen. Was? Verstehst du nicht, ne? Ja, halt so. Wie kannst du da so verkacken? Ja. Übrigens danach nur 8 drücken, Bruder. Nur 8. Ja, wo bist du denn? Du musst da nur rein. Digga. Er will einfach wirklich in eine andere Galaxie rein, wie er schon wieder schießt, ey. Unglaublich. Wir sind übrigens bei vielleicht Punkt 5 ein bisschen von zu 19. Hart um 8 drückt, sagen wir so. Hab ich gar nicht mitbekommen. Okay, das war jetzt ein bisschen zu leicht um 8. Ja und ja. Oh, der wird was. Der wird's. Versprochen. Siehst du? Kriegst du noch ein bisschen ein Maschinengewehr in dein Gesicht? Alter. Bist du. Ja! Bist du noch öfter hinterher? Guck mal, wie er hinterhergeiert, um mich noch irgendwie zu treffen, ey. Aber sowas von, ne? Mann, ich muss den ja schnell kriegen. Warte. Hallo! Nein. Kurz davor, nein, willst du mich verarschen? Warte. Raketen. LOL, ich hab den Punkt von unten eingesammelt. Ey, Digga, zum zweiten Mal schienest du so. Er sagt schießen. Er sagt richtiger Lex, ey. Ich wollte, nein. Ausgewichen. Ich wollte, ja, 8-7 steht übrigens, ne? Warte, Spawn geht 10 nicht, ne? Nee, ich zieh auch nicht. Ich hab's geschafft. Oh, warte, ich hab mir den Punkt nochmal so. Ich respawn schon übrigens. Nein, ja, warum steig ich aus? Wir tryhard, Alter. Meine Karre ist einfach da, ey. Welche Karre ist da? Jetzt bin ich da. Oh, ausgewichen, Bruder! Ja, ausgewichen! Den Alien-Waffen ausgewichen, dafür krieg ich einen Preis, ey, da haben wir nicht voll. Guck mal, kannst du es auch? Oh, schade. Ja, dann war ich wieder 8-8, ne? Krieg ich den Punkt noch? Also, ich hab ihn. Ich auch. Nee, nicht.
Digga, aber diese Scheinraketen machen so enge Kurven, ey. Es ist so gestört, Mann. Nein, Deko. Nein. Oh fuck, haben wir noch einen Auflader? Müssen wir jetzt nach rechts fliegen. Ja, wie häufig willst du dich überdrehen? Ja. Oh, da ist der Straße nicht. Nein! Nein! Digga, wie dir diese scheiß Rakete daher fliegt, ey! Das ist so sick, Alter! Jetzt so einberechnet, wie schnell du gefahren bist. Das ist so ein gestörtes Ding. Warte mal, du bist hier ganz in der Nähe, ne? Vielleicht kann ich dir noch was hinterher schießen. Könntest du, aber ist nicht so einfach. Okay, den Punkt. Aber ich kann jetzt zurückkommen. Also ich komme dir jetzt entgegen. Ja? Ich springe sogar über dich, oder was? Das war sogar... War das die unten? Nee, es war doch nicht die ungelenkte. Ich springe über dich, skille dich komplett aus. Keine Ahnung, diese Rakete hat einfach so ein Programm installiert. Digga, dass diese Rakete... Lass mich nicht voll, ich rede gerade! Dass diese Rakete einfach die Zeit zurückreißt. Und einfach sich vorspult und in dem Moment dann da ist, obwohl ich da schon gar nicht mehr da war, Digga. Richtiger Krieger! Also ich hab geilen Scheiß gelabert. Was Deko gelabert hat, weiß ich nicht. Geil. Aber ich hab auf jeden Fall ziemlich nice und Scheiß gesagt hier. Okay, also ich bin bereit. Wie war das Annehmungsmodell? Ah, da bist du ja schon. Ja, Digga, ich bin einfach weggejietet. Das war ein ungelenkter Bruder. Nö, hat wohl doch nicht so gut funktioniert, war. Bei mir war das ziemlich einfach. Zumindest sagst du aus, als wäre es ziemlich einfach. Ungelenkt, Bruder! Ungelenkt! Schon wieder in deinen Arsch, Alter. Schon wieder in deinen Arsch. Hä, wohin müssen wir denn? LOL! Das hast du mal gekackt, Digga. Richtiger Lappon, ey. First Try übrigens. Und weiter geht's. Oh, fuck! Okay. Jetzt, ich sehe. Ja, rückwärts, weil für den Style und jetzt nochmal verkacken hier. Nice. Ey, Digga, wenn du mit der Karre irgendwie längst an der Wand bist, du gefickt. Ist wieder hier? Nee. Hallo. Oh, ach, hier ist ein Punkt. Ja, wie viele Punkte er da vorne tryhardet, Alter? Nur 4. Hallo? Nein! Ja, wo bist du denn? Ja, wir zurück zum Punkt eigentlich. Krieg ich noch, Digga, ich krieg dich noch. Warte mal, wie war das jetzt? Ja, wie schnell willst du cruisen? Deko, ja. Digga, er schießt da jede Millisekunde hin, Alter. Ja, Millisekunde, oh, ja. Ich habe getroffen. Oh, Alter. Okay, das erste Mal. Das erste Mal. Das war gestört. Digga, wir können ja gar nichts. Irgendwann musst du lang. Ich auch. Oh, schade. Digga, zerstört. AMK. AM. Na, hi. Oh, ich muss mal springen. Ja. Schade. Nein, ich bin mal ganz schnell weg hier. Ja. Oh fuck. Das haben wir auch. Oh fuck, oh fuck. Nein, nein. Ja. Möchten Sie mit mir reden? Hallo? Ich verkickte. Ich habe übrigens noch in die Typen eine Annehmungsmine gelegt. Mal schauen, ob du die findest. Die letzte? Irgendwo in der Tube. Die letzte? Ja, also da hier keine ist, vermutlich die letzte. Digga, wann kommt der Punkt? Oh, komm bitte, bitte, bitte. Ja, da ist endlich der Punkt. Digga, finally! Annäherungs-Buhu. Annäherungs-Wawa. Ja! Hier, warte. Ich würde noch springen hier.
Ich bin jetzt erst beim Punkt. Ja. What's next? What's poppin? Hey! Wann krieg ich hier? Wann kommt das Piepen an? Na 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 na. Oh, ich hab irgendwie Lust mit dieser. What's wrong with you? Aber nein, da war keine Ahnung. Ich wollte nur so vorsichtig werden. Ja, hab ich mir gedacht. First try. Nein! Ihr kann nichts tun. Also ab jetzt wieder, ne? Aber davor. So, erstmal eine geile Spirale fahren hier. Cool! Red Black, wer ist er? Cool! Komm schon, Speeder! Go! Digga, sammeln wir jetzt nur noch ein oder was? Oh, Muchachos, bald ist Gamescom. Oh, das war schon Gamescom, ich weiß gar nicht. Ich wollte gerade sagen, war schon Gamescom. Okay, ab hier Skill Duell. Ja. Bremse. Oh! Lol! Oh mein Gott, ey. Ich hätte nicht respawnen müssen. Ab hier Skill Duell? Komm, wer schnell X drücken kann, okay, wie so ein Duell. Ab hier Skill Duell, ja. Komm, hier starten, dann ziehen wir runter, 3, 2, 1 und dann boosten wir den Stil. Okay. Ich wusste es einfach so, ne? Und ich wollte nur, ich wollte nur schauen, ob ich mich wieder selbst bestätigen kann, ne? Ich habe es nur getan, mich zu bestätigen. Aber jetzt gehen wir nochmal richtig schön am Rad. Ich muss sagen, die Raketen, aber lustige Runde, so Bro, ne? Aber die Map an sich war relativ easy, ne? Recht easy. Aber lustig. Mit ein paar Kumpels zusammen kann man da ein bisschen Spaß haben. Auf jeden Fall! Zockt sie gerne selber, aber sprengt jetzt wird erstmal nochmal im Rad gedreht. Rektalen Nusslöchnungen weg. Gar nicht lang warten, einfach starten. So, was wir haben hier? Wir haben irgendeinen Muscle Car in der Farbe, wie früher Opas immer die Karren hatten. So ein, weiß nicht, so ein Graugold oder so. Das heißt, die Karre will ich eigentlich nicht unbedingt gewinnen. Ja, früher hatten Mercedes-Benz, glaube ich, oder Audi hatte früher häufig solche Farben. 3, 2, 1, Knallgas! Ich hätte gerne Klamotten. Oder? Nee, doch, kleine Klamotten. Oder Mystery. LP. Mystery. Okay, Klamotten sind's nicht. Es wird ein Discount! Da habe ich ja richtig gut Glück gehabt, Alter. Dankeschön. Ist fast ein Hauptgewinn. Ist fast ein Hauptgewinn, geil. Ich habe sogar nur einen Rabatt bei Elitas Travel freigeschaltet. Nicht mal für Supercars oder sowas. Was ist denn Elitas Travel? Kaufe ich mir ein Flugzeug? Wie viel Geld habe ich? 14 Millionen, ich kaufe jetzt irgendein Flugzeug. Aber es gibt keinen Jet oder sowas? Wahrscheinlich muss ich dafür erst. Wahrscheinlich ist das irgendwo anders, ne? Elitas Travel ist vielleicht nur so Reiseflugzeuge. Digga, ich bin ja richtig reich. Rich Kid, Brudi. Wie viel hast du? Oh mein Gott, warte mal, erstmal alles ein. Ach so, ich dachte, ich hätte mehr. Schade. Ich habe 6 Millionen, also knapp 7 Millionen. Was für Rich Kid, ey. Kleingeld bei YouTuber, ne? So, 3, 2, 1. Ich hätte gern das Auto oder Kleidung. Wobei Kleidung am coolsten wäre. Also, Muchachos, merkt euch, wenn ihr euch nicht blamieren wollt, 1000 heißt Riesen. Oder K. Oder. Boom, Kleidung! Alter, wir haben neue Kleidung! Einhorn! Was ist das? Einhornhorn? Einhorn! Ey, das muss ich aber auf jeden Fall noch anziehen. Das zeige ich euch eben. 100 Jahre später. Und Marvin, hast du dein Einhorn schon gefunden? Ja, ich hab's wirklich! Lol, scheiße. Das ist eiskalt eine Maske. Eine Einhornmaske. Eine Einhornmaske. Ja, das zieh auf. Ja, habe ich. Ich habe in der nächsten Folge gesehen, ey. Der sieht richtig random aus. Alter Schwede, aber ist jetzt so irgendwie so legendär oder sowas? Also kann man die Scheiße nur im Casino gewinnen? Das wäre cool. Das wäre geil. Könnt ihr mal die Muchachos in die Kommentare schreiben. Ja. Aber wahrscheinlich also, kann man die einfach am Strand im Maskenladen kaufen. Ey, das wäre lame. Also wenn man jetzt wirklich so ein Einhorn nur da bekommen würde, dann würde ich sie jetzt erstmal für ein paar Folgen tragen. Auch wenn es ein bisschen random aussieht. Aber ja, Deko wird es in der nächsten Folge sehen. Muchachos, Daumen nach oben prügeln. Dankeschön für euren Support. Bis dann. Reingehauen. Oder Deko, wie macht ein Einhorn? Mäh! Ganz genau. Ciao!